Hi Leute, die legitime demokratische AfD, also die Alternative für Deutschland, soll ein Demokratieproblem sein. So zumindest, wenn es nach Bundestagspräsidentin Bärbel Baas geht. Was sie hier dazu zu sagen hat, sowie meine persönliche Meinung, heute im Video. Willkommen und willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve. Ja, Leute, ich habe es gesehen. Über 300 Abonnenten auf meinem Kanal. Vielen herzlichen Dank an euch da draußen. Falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, lasst doch gerne jetzt ein Abo da und werdet auch ihr Teil der Jeder Euro zählt Familie. Zum Thema Baßmann vor Demokratieproblemen nach Landtagswahlen im Osten. Übrigens, was Demokratie denn eigentlich ist, werden wir heute ganz kurz mal anschneiden. Meist ist das eben genau nicht das, was die etablierten Parteien so verbreiten wollen. Gehen wir näher auf das Thema heute hier ein. Angesichts des Erstarkens rechter Kräfte, insbesondere in Ostdeutschland, hat Bundestagspräsidentin Bärbel Baas vor der Gefahr politischer Instabilität gewarnt. Erneut an dieser Stelle. Was ist denn so falsch an rechter Politik? Es gab doch schon immer linke Politik, liberale Politik und rechte Politik. Weil ganz ehrlich, vor 2015 in Bezug auf die CDU, da waren ja alle CDU-Wähler eigentlich auch ja rechte Wähler sozusagen. Also das nur mal so am Rande. Nur weil die Massenmedien dementsprechend rechts, sagen wir mal so, geframed haben, das ist nichts Schlimmes und auch nichts Verkehrtes. Also ganz ehrlich, ich kann das nicht nachvollziehen. Bitte lasst euch da draußen nicht weiter framen, was genau diesen Begriff angeht. Machen wir hier weiter. Zitat von Frau Baas. Wenn ich auf die aktuellen Umfragen blicke, machen mir insbesondere die Landtagswahlen im September 2024 in drei ostdeutschen Bundesländern Sorge. Es könnte dort tatsächlich schwer werden, überhaupt stabile Regierungen zu bilden. Nein, das stimmt doch gar nicht. Es müsste sich einfach nur die CDU der AfD öffnen, sag mal. Und das ist doch genau, was der Wähler möchte. Und mal ganz ehrlich, Leute, nur weil die Ampel komplett verkackt hat, und dementsprechend der Wähler sich einfach von der Ampel abwendet und hier als Lösung einfach die AfD sieht, dann diese AfD als antidemokratisch zu bezeichnen, und wir kennen sie ja aus vielen Talkshows, auch allgemein dieser Sprech der etablierten Parteien, ja, wir sind die wahren Demokraten und die AfD, das sind die Antidemokraten. Und wer die AfD wählt, ist auch ein Antidemokrat. Also ganz ehrlich, was ist das für ein Demokratieverständnis? Einfach unmöglich. Machen wir hier noch weiter, bevor wir dazu kommen, was denn Demokratie eigentlich ist. Es drohe ein echtes Demokratieproblem. Sollte nach den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg keine mehrheitsfähige Koalitionsbildung möglich sein, warnte Baas. In diesen drei ostdeutschen Ländern liegt die AfD derzeit in Umfragen klar auf Platz 1, mit Werten von zum Teil mehr als 30%. Das muss man erstmal schaffen. Liebe Frau Baas, nein, das ist kein echtes Demokratieproblem. Das ist der Wählerwelle und das ist gelebte Demokratie. Wollen Sie das einfach nicht verstehen oder können Sie es nicht verstehen? Und ganz ehrlich, wenn zum Beispiel jetzt über 30% sagen wir mal, für die AfD sagen wir, in diesen Ländern stimmen, dann ist eigentlich die AfD damit beauftragt, eine Regierung zu bilden. Und dann sucht man sich einen Koalitionspartner aus, der halt einem relativ nahe ist. Und natürlich auch von allgemein von den Themen her. Und das ist doch ganz klar die CDU. Also sprich, die AfD könnte mit der CDU genau in diesen drei ostdeutschen Ländern doch wunderbarst regieren und natürlich auch ihre Prinzipien vollends durchsetzen. Kommen wir aber nun zum Begriff Demokratie, auch für eine Frau Baas einfachst erklärt. Das Wort Demokratie stammt aus dem Griechischen und bedeutet Volksherrschaft. Das heißt, in der Demokratie ist das Volk der staatliche Souverän, die oberste Staatsgewalt. Und die politischen Entscheidungen werden durch den Mehrheitswillen der Bevölkerung gefällt. Das ist doch gar nicht so schwer, Frau Baas, oder? Und natürlich würde der Erste ankommen und sagen, ja, Steve, und selbst wenn die AfD bei 35% ist, das ist ja dann auch keine Demokratie, weil es ja dementsprechend dann auch nicht die Mehrheit. Natürlich nicht. Aber wie gesagt, wie oft war es denn der Fall, dass eine Partei in Deutschland über 50% bekommen hat? Wie gesagt, klar, die Ostdeutschen könnten sich da um einiges einfacher machen, indem sie natürlich mit über 50% die AfD wählen. Ob es so weit kommen wird, sehen wir dann im kommenden Jahr. Aber wie gesagt, es ist doch auch eine Demokratie, eine Koalitionsbildung abzuhalten. Da sollen doch die Parteien zusammengehen, die sich relativ nahe sind, auch von den Themen, sagen wir mal, was haben Sie vor mit der Zukunft? Aber auf jeden Fall passt eine CDU-CSU um einiges besser mit einer AfD zusammen, als, sage ich mal, eine CDU-CSU mit den Grünen oder sogar noch mit den Linken. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Machen wir hier weiter ein Foto von Frau Baas, die geballte politische Kompetenz hier in Deutschland. Und dann schauen wir, was sie hier noch zu sagen hat.
An dieser Stelle schon wieder so ein Framing von Faubas. Die 55-Jährige rief die Parteien der Mitte zur Zusammenarbeit auf. Ja, die Parteien der Mitte, alles schön neutral, bloß ja nicht zu weit links oder zu weit nach rechts gehen, weil es muss ja alles im Fluss bleiben. Versteht ihr es nicht? Der Wähler hat keinen Bock mehr genau auf diesen Mist, sag mal. Man braucht einfach mal Ecken und Kanten, ansonsten wird sich auch in diesem Land auf Dauer nichts mehr ändern. Versteht das doch endlich mal. Weiter hier sie. Die demokratischen Kräfte müssen sich gemeinsam bemühen, dies abzuwenden. Also wieder, die demokratischen Kräfte, und die AfD ist ja keine demokratische Kraft. Die Fähigkeit zum fraktionsübergreifenden Kompromiss zeichnet uns aus. Und ich hoffe sehr, dass das so bleibt. Denn wenn wir keine Kompromisse mehr finden, wächst die Gefahr instabiler Regierungen. Und nein, das ist doch nicht so. Es ist doch gar kein Problem nach wie vor, wenn die CDU mit der AfD in den ostdeutschen Bundesländern, wo nächstes Jahr Wahlen sind, zusammengeht. Ganz einfach mal Problem gelöst. Und weiter geht's mit dem Framing. Die Sozialdemokratin warnte zudem vor einer leichtfertigen Stimmabgabe für undemokratische Parteien. Merkt ihr was? Wie oft das schon jetzt Demokratie undemokratisch zusammengekommen ist? Und ich habe ja gerade mal den Begriff Demokratie für euch erläutert. Was die probieren von diesen etablierten Parteien. Ich hoffe, viele da draußen haben verstanden, dass diese Politiker nicht unsere Freunde sind. Populisten sind in vielen Ländern auf dem Vormarsch. Das beunruhigt mich für unsere Demokratie als Ganzes. Ja, und warum sind diese Populisten, sage ich jetzt mal, auf dem Vormarsch? Weil, sagen wir einfach, die ganze links-grün-woke-Bubble geplatzt ist, weil sie einfach keine Lust mehr haben auf diesen Mist. Wie gesagt, wie viele Länder sind hier einfach den Bach runtergegangen? Und nein, wir wollen das nicht mehr. Das sind auch Kräfte dabei, die unsere Demokratie komplett abschaffen wollen. Das sollte jedem klar sein. Also ganz ehrlich, die einzigen Parteien, die schädlich derzeit für die Demokratie sind, insbesondere hier in Deutschland, das ist doch die Ampelregierung, besteht aus SPD, aus FDP und die Grünen. Nicht mehr und nicht weniger. Übrigens, Frau Baas, was halten Sie eigentlich hiervon, dass die derzeitige Ampelkoalition in Umfragen gerade mal noch über 30% kommt? Ist das Ihre viel gelobte Demokratie? Also ganz ehrlich, Sie dementsprechend haben nicht mehr den Wählerwillen hinter sich. Höchste Zeit für den Rücktritt, würde ich sagen, oder nicht? Des Weiteren hier mahnt Sie auch noch die Debattenkultur an im Bundestag. Und ganz ehrlich, an dieser Stelle muss ich sagen, endlich, seitdem die AfD wieder dabei ist, oder seitdem sie hier dabei ist, dementsprechend, ist doch endlich mal hier wieder was los. Es ist nicht dieser Einheitspreis, der viele Jahrzehnte da abgegangen ist. Es gibt eine Verrohung der Debatte, vor allem im Plenarsaal und in sozialen Medien. Auch lautes höhnisches Gelächter ist kein Beitrag zu einer konstruktiven Debatte. Doch genau das ist es dementsprechend, weil wie gesagt, man ist nicht damit einverstanden, sag mal, was hier von sich gegeben wurde. Sagte sie in Anspielung auf einen Vorfall während der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag. Und ganz ehrlich, wie gesagt, die Abgeordneten, die da gelacht haben, das war natürlich allen voran von der AfD, aber auch von der CDU und CSU. Ich kann sie vollkommen verstehen und ich kann es komplett nachvollziehen. Und mal ganz ehrlich, Leute, es gibt doch nichts Besseres, als wenn man gewisse Dinge ablehnt, einfach zu lachen. Wie gesagt, der Störfaktor ist extrem gering. Der eine kann noch weiterreden, aber man gibt halt genau dem zu verstehen, dass man nicht damit einverstanden ist. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Kommen wir hier noch zum Schluss. Es darf im Parlament in der Sache hart gestritten werden. Es muss nicht bei jedem Thema Friede, Freude, Eierkuchen herrschen. Klar, die Bürgerinnen und Bürger wollen keinen Einheitsbrei hören. Ja, und natürlich für die etablierten Parteien ist es um einiges schwieriger geworden, seitdem die AfD auf der Bildfläche erschienen ist. Sag mal, dieses Einheitliche und ja, jetzt ruhen wir uns hier aus, schön im Bundestag, machen uns einen bunten. Diese Zeiten sind vorbei. Und genau das stört euch doch, dass ihr endlich mal, sag mal, denken müsst, euren Kopf anstrengen müsst, weil ihr mit dem Wähler mittlerweile nicht mehr alles machen könnt, was ihr wollt. So Leute, wie immer seid ihr da draußen nun gefragt. Ist die AfD ein Problem für die Demokratie? Ich persönlich kann das Ganze einfach nur verneinen. Wie gesagt, es ist sogar eher gut so, dass es eine AfD gibt. Wir sind definitiv von diesem Einheitsbrei, der im Bundestag geherrscht hat, einfach weggekommen. Und da muss man schon mal eines einfach ganz klar anerkennen, die AfD wirkt. Lasst mir gerne an dieser Stelle noch ein Abo, ein Like da. Für euch zum Ende nochmal wunderbarste Euros. Bleibt mir treu, werdet mir treu. Bis bald, euer Steve.